Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei der Vernissage von Laura Chaplin, der Enkelin von Charlie Chaplin im Möbel Merki in Hunzenschwil. Herzlich willkommen, ich hoffe, dass ich einige Einblicke mit Ihnen teilen kann. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es freut mich sehr, dass ich gerade am Eingang den Wachmann aufgegabelt habe und einfach hier mit vor die Kamera geschleift. Herr Holm ist Ihr Name, oder? Holm, ne? Herr ja. Holm für Sie, Herr ne? Holm, ja. Ja, ja, ne? So viel Zeit muss sein, ne? Ja. Ja. Sie, Herr Holm, Sie haben jetzt die Aufgabe heute hier diese Veranstaltung bei Möbel Merki wirklich zu beaufsichtigen, schauen, dass alles gut läuft. Sie sehen jetzt aus, wie wenn Sie kein Schweizer Polizist sind. Wie kommt es, dass Sie jetzt so als deutscher Polizist hier in der Schweiz arbeiten? Ja, ich meine, das muss ja auch mal gesagt werden, ne? Es wird immer so viel über Deutschland hergezogen in letzter Zeit, ne? Aber wir wollen doch mal ehrlich sein, ne? Die deutschen Tugenden, ne, die sind doch immer noch das Beste, ne? Und wenn Sie wirklich Sicherheit haben wollen, ne, und mal richtig Ordnung in Ihrem Laden haben wollen, ne, dann holen Sie doch die deutsche Polizei, ne? Wir haben es doch in Hamburg gesehen, ne? Da war doch nichts los, ne? Boah, ne? Ja, ich meine, ja. Fake News, ne? Ich meine, das kennen wir ja, ne? Waren Sie da auch mit dabei jetzt in Hamburg? Ja, haben Sie Lebenserfahrung gesammelt? Ich habe das Ganze quasi geleitet, ne? Ich meine, ist klar, ne? Da muss man natürlich den... Gut, da lachen Sie mal nicht. Ja, ne? Schön, dass Sie das geleitet haben. Ja, sehr gut, ja. Ne? Ja. So, ja. Und da holt man natürlich auch den Besten. Ne? Das ist ja klar. Ne? Ja. Und der Beste bin natürlich ich. Und jetzt nach diesem Vorfall haben sich die Schweizer gedacht, sie fliegen sie jetzt ein, um hier einfach auch für Sicherheit zu sorgen. Ja, ich meine, Zeit ist natürlich relativ. Ich habe natürlich so gut wie gar keine Zeit. Ne? Aber der Michael Eckert, ne, ein guter Freund von mir, ne? Der hat mich angerufen, mich eingeladen. Ne? Und da habe ich gesagt... Ja. Das Spannende ist jetzt, zahlt jetzt eigentlich der deutsche Staat Ihr Gehalt, also, oder eher der Schweizer Staat? Nö, also ich bin ja ganz normal deutscher Polizist, ne? Aber ich meine, die bilateralen Abkommen, ne, die laufen. Ne? Mhm. Und auch wenn sie nicht in der EU sind, ne, wir arbeiten dran, ne? Auch das kriegen wir sicherlich noch im Griff. Ne? Und ich meine, dann läuft das schon alles. Ne? Wenn, finanziell ist es ja in der Schweiz eher knapp, das heißt, es ist dann schon gut, wenn man vielleicht einfach den deutschen Staat um Hilfe bittet und da... Gut. Ja, ich meine, da habe ich nun auch andere Sachen gehört. Ne? Wir wollen doch mal ganz ehrlich sein. Ne? Also vieles läuft ja hier nun auch nicht ganz rund. Ne? Ich meine, da wird in ja der hier... Schweiz läuft alles rund. Ja, da läuft alles rund. Ja, aber kofferweise wird es doch hierher gebracht. Ne? Also da brauchen Sie mir nun ja nichts vormachen. Ne? Ich meine, ich bin seit 30 Jahren bei der Polizei. Ne? Da können Sie mir nichts vormachen. Ne? Kofferweise wird es doch hierher gebracht. Ne? Was Sie wissen? Denn? Ja, ne? Ja, Geld. Also ich habe keine Ahnung. Ja, Geld, ne? So, und ne, deswegen geht es Ihnen auch gut, ne? Aber auch da wollen wir natürlich mal sehen, ne? Ich meine, mit den CDs und so, ne? Da läuft ja schon so ein bisschen was, ne? Aber da können wir auch noch ein bisschen mehr Gas geben, ne? Aber wir haben ja auch eine fähige Kanzlerin, ne? Da kriegen wir schon hin. Haben wir die? Also Möbel Merki, Merkel? Ja, genau, ne? Also ich denke mal, da sind wir hier auch am richtigen Ort, ne? Hier im Möbelladen, ne? Und wie gesagt, Sie brauchen sich heute Abend hier keine Sorgen machen. Ne? Also Sie meinen, hier ist alles sicher? Hier, heute Abend ist hier definitiv alles sicher. Ne? Obwohl, man muss auch eins sagen, ne? Die Routine ist ja die Gefahr. Ne? Ja. Das heißt, die Gefahr ist die Routine. Ne? Und Sie machen sich doch gar keine Gedanken. Ne? Aber hier stehen auch immer Koffer rum. Ich meine, Sie haben ja von den Koffern schon erzählt. Also wissen Sie was? Sie machen sich gar keine Gedanken. Ne? Von so einem Arbeitsalltag, von so einem Polizisten wie mir. Ne, machen Sie sich gar keine Gedanken, ne? Sollen Sie vielleicht Gepäck mal machen. Wie Koffer oder? Ja. Ja. Sie müssen ja, ich sag Ihnen mal was, ja? Sie müssen im Grunde immer einen Schritt voraus sein. Das ist die Kunst, ne? Hier spüren, da ist was, ne? Hier spüren, da ist was, ne? Das ist die Kunst. Ja, und die Wachsamkeit lässt bei Ihnen nie nach, also macht es einen guten Polizisten aus, dass er einfach nie in diesen Alltag verfällt? Ne. Nö, nö. Also ich bin im Grunde, ich bin ja quasi 24 Stunden im Dienst. Ne? Das ist ja nun mal so. Ne? Und wie gesagt, immer ein Schritt voraus sein. Das ist die Kunst. Ne? Hier spüren, da ist was. Ne? Hier spüren, da ist was. Ne? Ich wiederhole mich da auch gern. Ne? Ne? Je öfter man es wiederholt, ne? Dann bleibt es auch irgendwann mal im Gedächtnis sitzen. Ne? Das haben wir so gelernt, ne? Das haben wir früher schon so gemacht und das behalten wir auch bei. Ne? Und Sie glauben gar nicht, ne? Sie glauben gar nicht, ne? Was da teilweise draußen los ist. Ne? Doch, nehmen Sie hier die Oma, ne? Die Oma am Zebrastreifen, ne? Plötzlich zieht sie das Messer aus dem Krückstock. Ne? Damit müssen Sie rechnen, ne? Jo, Alltag bei Ihnen, oder? Das ist Alltag. Ja. Das ist Alltag, ne? Oder letztens, ne? Gehen Sie 99 Mal
gehen Sie an einem Ihnen bekannten Chaoten vorbei. Und beim 100. Mal sagt er guten Morgen. Ne, ja, da geht was kaputt in Ihnen. Ne, ja, ne, damit müssen Sie rechnen, ne. So. Ja, wunderbar, dann bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich denke, Sie müssen wieder runter zur Arbeit. Ja, ich bin ja quasi, ne, ich meine, ich habe jetzt gerade eine Vertretung unten, ne, bin auch nicht allein angereist, ne, ja, sicher ist sicher. Ne? Sie haben Ihr Team dabei? Ja. Alles deutsche Polizisten, oder? Ja. Ja. Nee, also da lege ich dann auch schon Wert drauf, ne, deutsche ne, Tugenden, ne, und da bleiben wir auch unter uns. Ne. Und Deutsche wollen ja auch Karriere machen einfach, so. Vielleicht international. Ja, das muss man mal sehen, ne. Ich meine, da haben wir auch in der Vergangenheit, ne, aber da lassen Sie uns mal jetzt gar nicht drüber reden, ne. Ich meine, das würde nachher den Rahmen hier sprengen, ne, das wollen wir auch gar nicht, dann gibt es nachher wieder irgendwelche Diskussionen, ne, und ich bin es dann gewesen, ne. Ja, wunderbar. Nee, das, gut. Ja, ich bedanke mich vielmals, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen noch einen sicheren Arbeitsalltag und man sieht sich. Ja, das denke ich mal. Ne? Ja, ja. Nö, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. One, two, you're simply the best. Ich bin jetzt bei dir. I'm better than all the rest. I'm better than anyone. Anyone I ever met, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say, ooh, tears apart. Baby, I would rather be there. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich freue mich herzlich, Ihnen hier unseren Gast Ismail Göck vorstellen zu dürfen. Ismail, du hast ja die Web... So, ne, da sind wir noch mal wieder, ne. Ich meine, wir haben vorhin noch was vergessen, ne. Könnten Sie, kenne ich doch auch. Ne? Können Sie nach der Sendung vielleicht reinkommen? Nee, nach der Sendung. Jetzt bin ich hier und jetzt wollen wir hier mal, ne, ich sag mal so. Aber wir waren schon dran. Sie waren schon dran, ja. Ne, das ist richtig, ne. Aber mir ist noch was aufgefallen, ne. Mir ist da noch was aufgefallen. Ne, vorhin habe ich doch gesehen, waren doch hier Musiker, ne. Ja, hier ja, waren doch richtig. Musiker, ne. Ja. Ist doch richtig, ne? Hier waren Musiker, ne? Ja, richtig. Ja, ne? Ja. So, und was mit der GEMA? Ne? Was ist denn mit der GEMA? Ne? Das war improvisiert, ja, das war nicht irgendwie... Improvisiert, ne? Erzählen Sie mir doch nichts, ne? Da werden Gebühren fällig, können ne? Können wir das vielleicht später klären? Ja, Freundchen, da werden Gebühren fällig, ne? Gut, in dem Fall werden keine Gebühren vielleicht fällig, wir sind hier nicht in Deutschland. Wir brauchen hier gar nicht diskutieren, ne? Wir brauchen hier gar nicht diskutieren, ne? Das läuft nicht bei mir, ne? So sieht es nämlich aus. Julius... Mit ihm muss ich nachher auch noch mal reden, ne? Ich meine, da wird irgendwie eine Agentur gegründet, werden Künstler vermittelt, ne? Ich habe das alles schon, da reden wir nachher noch mal drüber. Ja, aber mit nachher, der GEMA, nachher, okay. Ne, da kriegen wir noch Probleme. Ja, ne? Da GEMA, kriegen wir noch ganz große Probleme. Ja. Ne? Ja, ja. Aber ich will Sie jetzt auch gar nicht weiter aufhalten. Ich wollte Ihnen das nur mal mit auf den Weg gegeben haben. Ne? Ja. Ismail, ich darf du sagen. Sehr gerne. Ja, Nico. du machst ja jetzt baust ja eigentlich eine Plattform auf, wo du Künstler miteinander verknüpfst. Kannst du ein bisschen davon erzählen und ein paar Hintergrundinfos dazu geben? Ja, sehr gerne. Also ich bin ursprünglich selber auch Fotograf, hauptsächlich Hochzeitsfotograf. Und habe mich mit 23 selbstständig gemacht und habe dann halt so in meiner Karriere als Hochzeitsfotograf gemerkt, dass nicht nur wir Künstler es schwierig haben, uns zu vermarkten, sowohl in der eigenen Stadt als auch überregional, sondern dass vor allem auch unsere Kunden es super schwierig haben, die passenden Künstler für ihr Event zu finden. Das heißt, ich plane jetzt meine Hochzeit, brauche einen Fotograf oder ich plane jetzt eine Weihnachtsfeier, brauche einen DJ oder wir haben halt heute eine Vernissage und wir wollen jetzt einen Feuerspucker haben. Wo kriege ich den her? Ich würde den wahrscheinlich erstmal googeln stundenlang. So, und dann habe ich halt irgendwann eins und eins zusammengezählt und habe mir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir eine Plattform hätten, wo wir sowohl den Künstlern die Möglichkeit bieten, neue Kunden zu gewinnen, als auch den Kunden eine direkte Anlaufstelle. Und so entstand die Idee für Künstlerstadt. Künstlerstadt findet man unter welcher Website Künstlerstadt? www.künstlerstadt.de. Künstler mit UE und dann die Stadt.de. Und wie findet man jetzt raus, wie stellen die sich da durch Fotos, Videos, Text? Genau, also jeder Künstler kann sich kostenlos registrieren, ein komplett individuelles Profil erstellen, seine Referenzen einfügen und dann die Dienstleistung potenziellen Kunden gegenüber anbieten. Das heißt, ich kann meine Fotos reinstellen, ich kann meine Social Media Links zeigen. Dadurch erschließt sich dann auch, wie beliebt bin ich in den Social Media Welten, wie viele Fans habe ich, das sieht man alles, wie sind meine Bewertungen, kann auch Videos hinzufügen und kann mich dann halt so wirklich sehr vielfältig dem Kunden gegenüber präsentieren. Mhm.
Und ist das jetzt hauptsächlich in Deutschland oder? Aktuell sind wir nur in Deutschland, in über 400 Städten mit knapp 6.500 Künstlern. Wächst und wächst und wächst. Und unser Ziel ist, dass wir entweder 2018 schon oder spätestens 2019 auch Schweiz, Österreich mit anbieten möchten. Und wenn ich jetzt was suche, sozusagen, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Veranstaltung, ich brauche den benannten Feuerspucker, ich gehe da drauf, ich habe deine Suchfunktion oder ich kann da Kategorien auswählen oder wie funktioniert genau, das? Genau, es gibt beide Möglichkeiten. Entweder man geht halt in die Übersicht und hat Zeit und sagt, ich guck mal, was es so gibt und dann nehme ich irgendjemanden. Oder ich gebe halt ein, zum Beispiel Feuerspucker in Berlin, nehmen wir mal die Hauptstadt. Und dann ploppen da halt ein paar Künstler auf. Da kann ich die halt entweder direkt anschreiben oder halt auch direkt schon eine Buchungsanfrage stellen, unverbindlich natürlich. Der Künstler reagiert da drauf, schreibt dann, hey, 2 Stunden, 500 Euro, was auch immer. Und dann sagt der Kunde, okay, das passt, machen wir. Und dann haben sie halt einen Deal. Super. Und die ganze Abwicklung läuft auch über uns. Hinterher kann der Kunde den Künstler auch bewerten. Das heißt, er kann halt das machen, was wir jetzt schon bei Amazon und eBay machen können. Wir können hinterher sagen, wie das Produkt ist und dann halt wiederum weiterempfehlen. Das können dann halt die Kunden mit den Künstlern auch machen. Wunderbar. Ismail, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie also die nächste Veranstaltung planen und was ganz Außergewöhnliches haben wollen, gehen Sie einfach auf die Website www.künstlerstadt.de und suchen Sie sich genau das Passende für sich heraus. Vielen, vielen Dank, Ismail. Bis vielen zum Dank. Nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich freue mich riesig, Ihnen hier Karl, Dieter Karl, den Verkäufer, vorzustellen. Er ist heute auch bei der Veranstaltung anwesend. Herr Karl oder Dieter? Karl, Dieter Karl. Ne? Karl, ja. Guten Tag. Ne? Ja. Ja, guten Tag. Ne, mein Karl ist mein Vor- und auch mein Nachname. Ja, da kann ich noch eine Frage stellen, die Sie dann beantworten. Ja, natürlich. Was machen Sie denn hier bei der Veranstaltung? Also, weshalb sind Sie hier? Also, ich fange vorne an, ja, macht ja Sinn. Ne? Ja. Also ich bin ja der Beste meiner Zunft. Also ich bin Verkäufer, Networker. Deswegen einfach ein bisschen, weil ne, sonst muss ich ja alles zweimal. Und deswegen, also bei mir ist ja so, ich bin ja entsprechend angefangen damals bei Tupper, nicht? Tupper Werbung wollen wir jetzt, aber bin ich angefangen, aber da war ich jetzt auch nicht so ganz erfolgreich, ne? Aber das lag auch mehr an der Kleidung, ja? Ah, okay. Und weil sind Sie jetzt inzwischen erfolgreich? Also würden Sie behaupten, dass Sie jetzt echt Profi im Business sind? Ja. Also KDK kauft doch Karl, ja? Und Karl kauft Edeka, also es geht drum, ja? Und deswegen, bin ich auch hier, ja? Und weil Sie wurden hier jetzt hier angestellt oder angeworben, dass Sie jetzt hier was tun? Es geht ja hier auch in allererster Linie auch um Verkauf, ja? Ja, ne? Wir bemerken. Genau, ja. Im Einkauf liegt der Gewinn völlig falsch, im Verkauf liegt der Gewinn, ja? Und deswegen bin ich da der Beste meiner Zunft und entsprechend werde ich hier natürlich Wind und zwar frischen reinbringen, nicht? Super, wunderbar. Ja. Super, und Sie haben heute dann wahrscheinlich auch schon viel verkauft, würde ich sagen, oder? Nee, gar nichts. Ah, okay, ja. Okay, ja. Und wo sind Sie denn dann so gut jetzt? Also Sie haben jetzt noch nichts verkauft, Sie sind jetzt hier zum Verkaufen. Ja, nee, also das ist ja, man muss es ja so sagen. Wie gesagt, angefangen bin ich bei Tupper, ja? Ja. Und, aber wie gesagt, da konnte ich auch gar nicht, weil die Arbeitskleidung, Sie haben mich ja unterbrochen gerade, die Arbeitskleidung, das ist ja also als Mann, ganz ehrlich, ne, im Rock, das, das sieht scheiße aus. Haben Sie aus, im Rock Tupper verkauft? Ja, das kriegt man ja gestellt. Ja, logisch. Kriegt man ja gestellt. Ja, okay. Ja, und, dann, und die ganzen Partys da, wissen Sie, und dann immer Eierlikör, Prosecco und... man wird ja zum Alkoholiker dann. Ne? Ja, absolut, verstehe. Deswegen habe ich gewechselt, und aber ich kann im Grunde alles. Ja? Okay. Also es ist, ne, wenn einer, ne, dann ich. Und jetzt hier so, was sind so Ihre Kernkompetenzen? Also was sind, Sie, sind so Sachen, wo Sie sagen können, hier haben Sie wirklich Erfolg gehabt? Also wie sind Sie so berühmt geworden? So, ein bekannter Verkäufer. Ist ganz einfach. Qualität kommt von Qual, ja. Und deswegen, je mehr sich gequält haben, desto höher die Qualität, ja. Und das ist zum Beispiel, da muss man ansetzen. So. Ja. Und schön, also das sind jetzt echte Erfolgsgeschichten. Ich würde jetzt sagen, das sind wirkliche Anekdoten, das sind wirklich Erfahrungswerte, die Sie im Leben gesammelt haben. Ja, klar. Also ich bin seit 60 Jahren im Vertrieb, hallo? Ja, was verkaufen Sie denn? Also was vertreiben Sie? Also Möbel Merki oder? Ja, also im Grunde, ich werde ja überall gerufen. Ich komme ja also überall. Es ist ja, also wo bin ich nicht? Ja, das ist die Frage. Ja.
Super, also es freut mich jetzt, also so einen erfolgreichen Menschen hier bei mir in der Sendung zu haben. Also ich kann gerne, also kein Problem, soll ich irgendwo signieren oder? Sind wir drauf? Sind wir drauf, oder? Ja, das ist jetzt eine schöne Dame, die habe ich vorhin kennengelernt, aber vielleicht ist es für Sie auch schön, wenn Sie da unterschreiben würden. Ja, nee, also ist kein Problem, mache ich doch gerne, ne? Ja. Ne? Also wie gesagt, ne? Und schön aufbewahren, ne? Wie gesagt. Absolut. Und wenn ich jetzt was verkaufen will, könnte ich, wie wende ich mich jetzt an Sie, also dass ich ein bisschen Werbung hier jetzt im Fernsehen auch für Sie mache, wie kann man Sie kontaktieren und was sind nochmal so die Kernkompetenzen? Ja, das ist die große Frage. Ja. Also weiß ich jetzt so gar nicht. Okay, ja gut. Ja. Also liebe Zuschauer, kontaktieren Sie einfach Karl Dieter Karl und holen Sie sich die Kernkompetenzen genau da, wo Sie sie brauchen. Er hat sie ganz sicher. Und ist es dann teuer, so ein Tagessatz, wenn Sie allein schon anreisen oder? Ja gut, da muss man sich natürlich kümmern, ja. Ja. Also wie gesagt, ich kann gerne, ja, aber man muss sich kümmern. Super, also kümmern Sie sich drum, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dann wird er auch zu Ihnen kommen und Sie tatkräftig unterstützen, egal wo. Herzlichen Dank, Karl Dieter Karl. Hallo? Ja? Achso, herzlichen Dank, ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Schön, Sie hier gehabt zu haben in der Sendung. Ja. Und ein kleiner Tipp am Rande, also wenn Sie erfolgreich werden wollen, einfach mal auch die Haare mal stylen, ja? So wie ich. Ja, das sagen mir oft Leute, aber ich krieg's einfach noch nicht so gut hin. Und meine Stylistin ist heute krank gewesen. Kein Problem, ich kümmere mich. Super, herzlichen Dank. Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich freue mich riesig, hier Michael Herin begrüßen zu dürfen. Schön, dass du vor die Kamera gekommen bist. Das ist ja jetzt unser erstes Interview gemeinsam. Danke. Du bist Komiker. Ja, sagt man, ne? Sagt man so. Und wir hoffen jetzt, eine ernsthafte Sendung hier hinzubekommen, ein ernsthaftes Interview. Kannst du mir kurz sagen, was ist denn gerade eben so dein Hauptprojekt, an dem du arbeitest, wo du hinaus willst in den kommenden Jahren? Gut, also kurz zu meiner Person. Ich bin, wie gesagt, Michael Herrn, ich bin 38 Jahre jung, komme aus dem schönen Oldenburg, und also in Deutschland, Oldenburg. Und ja, ich bin angefangen mit Comedy, da war ich 15. Ich bin auch immer angefangen mit Comedy. Ja? Ja. Ja, ich habe gar nicht aufgehört. Okay. Nein, doch. Also wie gesagt, ich bin mit 15 angefangen mit der Comedy, damals aus der Schule heraus, wie das oft so ist. Und habe dann mit 15 meine erste Show gemacht. Da habe ich dann so 2,5 Stunden gespielt. Vor Papa und Mama oder wie war das? Nee, sind 500 gekommen, so viel Papas und Mamas. Kann keiner auf der Welt. Kann keiner haben, ne? Ja. Hätte man sonst sagen können, aber nein. Das waren ernsthafte Zuschauer. Und ja, das. Ich weiß, man glaubt das nicht, ne? Aber doch. Entsprechend, war ganz cool. Ich habe da verschiedene Charaktere auf die Bühne gebracht. Bekannte Comedians, die man so kennt aus Deutschland. Loriot, Otto, Heinz Erhardt, Herr Holm, den Polizisten. Und daraus ist irgendwo, es ist eine Leidenschaft, ja. Und irgendwo ist es ja irgendwie in mir drin. Und es war auch schon in der Schule so. Anderes Thema. Die armen Lehrer. Ja. Ich war auch mal Lehrer. Ja, da hätten wir uns nicht oft gesehen. Wahrscheinlich. Ich war meistens gar nicht anwesend. Also, und so ist das entstanden. Und mein neuestes Projekt oder mein Projekt, was ich seit 2 Jahren jetzt verfolge, ist Comedy Meets Music. Mhm. Eine bunte Show über 3 Stunden. Ein Mix aus Comedy und Musik. So, das heißt, im Wechsel gleichzeitig? Nee, im Wechsel. Ja. Das heißt, wer Comedy Meets Music besucht, das ist auch irgendwo mein Anliegen. Ich möchte gern jeden erreichen. Ja? Mhm. Und zwar biete ich dann einmal verschiedene Comedy-Charaktere an. Das sind verschiedene Comedy-Figuren, die ich auf die Bühne bringe. Weil Comedy ist auch vielseitig. So, und nicht jeder lacht über jeden Witz. So. Mhm. Und entsprechend bin ich auch da etwas breiter aufgestellt, dass ich verschiedene Charaktere mache und hoffe natürlich immer, dass ich dann
möglichst jeden erreichen. Genau. Ja. Humor ist die beste Medizin. So. Und dementsprechend, das ist so mein Anliegen. In der Musik ist es so, dass ich wirklich verschiedene Künstler dabei habe. Soul-Musik, Schlager, Deutsch-Pop, Reggae, Klassik. Es ist wirklich ganz, ganz breit aufgestellt. Auch um wieder jeden abzuholen? Genau, ja, um jeden abzuholen, um wirklich auch jeden, dass jeder am Abend nach Hause geht und sagt, ja, das war... Ja, ich hatte vorhin schon so ein paar Interviewpartner hier. Ein Polizist war auch dabei und ein Verkäufer war auch mit dabei. Und leider haben die Zuschauer im Hintergrund so laut gelacht, dass man wahrscheinlich das Interview nicht immer ganz so gut verstanden hat. Also ich glaube, diese Veranstaltung könnte ziemlich lustig werden. Ja. Wie ist denn das, wie findet man die Veranstaltung und wo trittst du auf? Wo findet das Ganze statt? Erstmal natürlich in Deutschland, da ich auch aus Deutschland komme. Dementsprechend kann man uns buchen, ja, über comedy-meets-music.com oder einfach comedy-meets-music mal eingeben, findet man uns eigentlich gleich an erster Stelle. Dort kann man entsprechende Buchungsanfragen stellen, also wir sind, ob jetzt eine Firmenfeier ist, ob es eine Hochzeit ist, wir sind da für alles offen. Dann gibt es auch öffentliche Veranstaltungen, die stattfinden. Es gibt Gastronomen, die sagen, Mensch, tolles Event, sowas bringen wir mal bei uns rein. Dementsprechend ja. Und was auch geplant ist, ist ein Fernsehformat. Auch darum geht es gerade, da finden Gespräche statt. Und dann wird man uns auch dort sehen können. Super. Und ja. Österreich, Schweiz ist auch möglich? Genau, Österreich, Schweiz. Das heißt, wir machen Dach. Ja? Uns gibt es in allen drei Ländern, weil es ja auch sprachlich einfach passt. Mhm. Und gerade auch in der Schweiz, da ich ja nun auch gerade hier bin, geht es genau darum, es finden Gespräche statt und ich freue mich halt, wenn wir hier dementsprechend das Ganze auch präsentieren dürfen. Ja. Absolut, ich werde es mal meinen Chef vorstellen, vielleicht können wir uns mal für unsere Belegschaft Ja, immer gerne, immer gerne. Absolut, ja, vielen, vielen Dank. Wir können, glaube ich, gar nicht mehr so viel reden, wie ich alles wissen will. Wir beenden jetzt das Interview hier und wenn die Zuschauerinnen oder Zuschauer Interesse haben, dann können sie bestimmt auch dich im YouTube oder so vielleicht auch anschauen. YouTube ist möglich, Instagram, Facebook, alle sozialen Netzwerke, ich bin da. Ja. Wunderbar, perfekt. Also liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, scheuen Sie sich nicht. Michael Heeren einfach eingeben, egal in welcher Plattform, es kommt was raus. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielen, vielen Dank, dass du da warst, Michael. Alles klar, Dankeschön, ich bedanke mich. Danke, ciao. Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich freue mich unglaublich, den Urvater dieser Veranstaltung hier willkommen zu heißen, Roshi Merki. Herzlich willkommen hier vor der Kamera. Hallo. Wir sind ja hier gerade auf der Veranstaltung, auf der Vernissage von Laura Chaplin, direkt hier im Möbel Merki und haben hier Live-Musik von prominenten Sängern gesungen. Wie kam denn das alles zustande? Wie ist denn das entstanden? Das ist ja jetzt schon zum dritten Mal hier, ist das richtig? Gut, das ist ganz einfach. Also der Manager von Laura Chaplin hat sich bei uns bedienen und einrichten lassen. Es war eine gute Begegnung, so wie wir es eigentlich normalerweise haben zwischen unseren Beratern und den Kunden. Und da ist viel Begeisterung aufgekommen. Und dann ist die Idee entstanden, dass Laura auch bei uns sein könnte. Und wir sind sehr froh darüber, weil es jetzt schon bereits das dritte Mal ist. Und wie ist die Rückmeldung von den Leuten, die hierher kommen? Ich meine, ihr habt ja jetzt doch einige Erfahrungen. Was erzählen die so? Sind die begeistert? Auf jeden Fall, weil das ganze Ambiente drumherum, sicher, das Essen, das Trinken, macht auch was aus. Absolut, ich liebe Essen. Aber man ist einfach gerne in solchen Ausstellungsräumen, weil hier ist 1:1 die Möglichkeit, Wohnbilder anzuschauen, wie man es zu Hause haben könnte. Und jetzt sogar noch mit Kunst zusammen in der Synchronisation sozusagen, was dann nochmal viel mehr Flair macht. Ja, sicher. Farben und Formen spielen eine große Rolle. Und Laura begeistert natürlich auch als Person. Ja, ja. Und das macht viel aus, dass wir so überrannt worden sind mit den Rückmeldungen und Anmeldungen. Wie viele Leute sind jetzt heute hier? Also heute sollen offenbar über 700 Leute bei uns sein. Ja. Und
und das unter der Woche am Abend. Genau. Und es liegt nicht am Gratisessen, glaube ich. Nein, das denke ich auch nicht. Das war nicht angekündigt. Ja. Ich sehe auch, wie die Leute immer wieder durchschlendern, Möbel ausprobieren, dann das Sofa wieder ausfahren und so. Also es ist wirklich, die sind interessiert auch wirklich an dem ganzen Geschäft hier und nicht nur an, ja. Wie sieht es aus? Gab es ein Wachstum in den letzten Jahren? Ist es immer größer geworden oder war das schon vor 3 Jahren mit 800 Leuten oder 700 Leuten? Nein, es hat sich tatsächlich entwickelt. Vor 2 Jahren waren wir in Pfäffikon, haben wir etwa 300 Leute gehabt. Letztes Jahr dann in Bern 500, jetzt 700. Zwei weitere Filialleiter sind hier, die bewerben sich für nächstes Jahr. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Alle wollen die nächsten Veranstaltungen. Genau, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Ja. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich vielmals für diese großartige Veranstaltung und hoffe, dass wir das mindestens noch einmal nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder vielleicht sogar 2-mal im Jahr erleben dürfen. Also uns gibt es jetzt 55 Jahre. Jetzt sind Sie dran. Okay, der Ball ist bei uns. Vielen, vielen, vielen Dank, Herr Merki. Okay, und bis zur nächsten Vernissage. Dankeschön. Bitte. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen und wir begrüßen Sie in der nächsten Sendung wieder bei QS24. Einen wunderschönen Tag Ihnen noch.